Wer dann? Feuer! Oh. Wer bei dem Fuße? Eins, zwei, drei. Das Wort wird ergreifen unser Vorsitzender Ulf Koch. Werte Gäste, ich möchte nun unseren 19. Schützenball, 19 eigentlich auch schon eine ziemlich tolle Zahl, dass wir so lange durchgehalten haben. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr das 20. machen. Schauen wir mal. Wir möchten beginnen mit dem Einmarsch der Königspaare der Stadt Dessau, Roslau, dann der Schützengilde Dessau und von SV Grün-Weiß Wörlitz. Sie werden jetzt begleitet vom hochfürstlichen Jägerkorps, werden einmarschieren. Dann stelle ich sie euch noch mal kurz vor. Proklamiert wurden sie alle schon, das brauchen wir dies Jahr nicht tun. Also ich stelle sie alle noch mal vor, dann kriegen die Mädchen, also die Königinnen, jede ein Strauß Blumen, wenn ich die jetzt finde. Und dann fangen wir an. Ich stelle euch die kurz noch mal vor, auch wenn sie einigen oder vielen von uns ja bekannt sind. Die Stadtschützenkönigin in diesem Jahr, Yvonne Janke, nicht zum ersten Mal Königin, das bedeutet, sie kann auch richtig gut schießen, wenn sie will.
Ihr König in diesem Jahr, der Frank Müller, vor vielen Jahren war mal Mitglied bei uns im Verein, jetzt ist er der Vorsitzende vom Schützenverein in Völkerode. Christa, Vereinskönigin, Christa Tschernes, bei uns aus dem Verein. Ich selber hatte auch schon die Ehre, mit ihr König und Königin sein zu dürfen für ein Jahr. Ihr König für dieses Jahr, der Dieter Haseloff, einer unserer Schützen, die nicht aus Dessau kommen, sondern aus Coswig. Aber das hat Tradition, wir haben mehrere davon, die von auswärts kommen und die sind uns natürlich genauso lieb. Und ganz besonders das Schützenpaar vom SV Grün-Weiß Wörlitz. Da haben wir die Königin, die Ute Pötsch. Wir kennen uns ewig lange. Und Andreas Theiss. Der Andreas ist auch, du bist auch von Anfang an eigentlich dabei, ne? Das kommt so in etwa hin. Jetzt haben wir noch für jede der Königinnen überreicht von der Chefin des Stadtschützenbundes, Schützenschwester Anja Topf. Dankeschön. Ich bitte euch noch 2 Minuten stehen zu bleiben. Ich möchte noch ein bisschen was sagen und mit euch im Hintergrund gefällt mir das eigentlich besser. Begrüßen möchte ich euch alle nochmal. Es freut mich, dass wir in so schweren Zeiten es doch wieder geschafft haben, wie gesagt, den 19. Schützenball durchzuführen und dass wir doch eine gute Anzahl an Sportschützen und Befreundeten hier haben. Das ist super, das ist nicht mehr normal, oder was heißt normal, nicht mehr Gott gegeben. Begrüßen möchte ich aber unsere Ehrengäste, ich nenne sie Ehrengäste. Ich gehe auch schon mal in die Richtung, hier vorne, der Ulrich Petzold. Ich weiß nicht, wie oft ich ihn schon begrüßen durfte, sowohl bei uns auf der Anlage, als auch in der Stadt Dessau und auch hier zum Schützenball ist er nicht zum allerersten Mal. Wir freuen uns sehr, dass du es wieder hierher geschafft hast. Herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Dessau ist ja auch ein von gern gesehener Gast und auch nicht die ersten Male hier. Jetzt gehe ich hier noch an einem vorbei, weil ich das gleich rübergefallen wäre. Der Lothar Weber. Kfz-Innungsmeister, seit 4 Jahren Sportschütze, aktiv. Freut mich, dass ihr hier seid. Vielen Dank für die Einladung. So. Mir ist nicht gestattet, den Namen zu sagen, aber ich sage ihn trotzdem. Sie hat ihn verdient. Es ist unsere Heidrun, die Frau Dr. Heidrun, die diesen schönen Distribution erstellt hat. Mit den liebevollen Gehilfen. Dazu einen kräftigen Dank. Verehrte Gäste, Musik, die unsere Seelen erfreut. Musik, die Stadt beim Schwingt. Musik. Nummer 21. Wer hat die Nummer 21? Der Frau und Fünfbein. Der Mann, Jochen, lass dir richtig Premier entgehen. Ja?
Das Gute ist ja, danke Sie, Herr Leiter.